Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht's nach Kaiserslautern über Enkenbach-Alsenborn an der Eisburg entlang. Ja, da werde ich euch mal ein paar schöne Aufnahmen machen, weil es ist ein richtig schöner Radweg dorthin. Ja, die Strecke werde ich selbstverständlich von hier aus wieder aufzeichnen. Also schauen wir mal, wo es uns hier heute überall lang führt. Hier werden wir jetzt unseren ersten Ladestopp machen, weil der Jonas von Ludwigshafen aus schon bis zu mir gefahren war. Das heißt, sein Akku ist jetzt platt. So, geht's jetzt mal wieder weiter. Wir fahren jetzt erstmal in Richtung Eisburg. Mal schauen, ob ich da nochmal kurz filme, weil dort ist es eigentlich auch echt ganz schön. Ja. So, hier sind wir jetzt an der Stumpfwaldbahn an einer Haltestelle, Schützenhaus. Hier drüben ist dann das Schützenhaus. Ja, da kann man quasi Ostereier schießen gehen und so ein Kram an Ostern. Also ganz cool. Die Bahn, die hier lang führt, die geht quasi bis an die Eisburg. Also auch eigentlich ganz schön. Wenn hier autofreies Eistal ist, das ist hier immer am 3. Oktober, da kann man die komplette Eisbach abfahren quasi. Von Obrigheim bis nach Ramsen an die Eisburg. Kann ich auch jedem empfehlen, das Ganze mal mitzumachen. Ja, ich zeige euch jetzt mal noch ein bisschen den Rest der Strecke. Jetzt sind wir hier an der Eisburg. Auch richtig schön hier. Sommer kann man hier auch schön flanieren. Weil da vorne gibt es auch ein Hotel mit Liegewiese sozusagen. Also echt genial. Kann man jedem empfehlen, hier im Sommer auch mal herzukommen. Wie gesagt, die Bahnlinie, die ich euch vorhin gezeigt habe, die ist für Kinder auch gut zu gebrauchen. Die ist allerdings nicht jedes Wochenende im Sommer, da müsste man mal bei der Stumpfwaldbahn auf der Webseite schauen. Aber am 3. Oktober ist sie im Prinzip immer offen, also autofreies Eistal. Ja, wir machen uns jetzt mal auf den Weg weiter nach Lautern. So, das war gerade die Startstation von der Stumpfwaldbahn. Jetzt geht's über eine Landstraße mitten durch den Wald. Gut, Freunde. Ja, ich möchte euch jetzt mal so ein bisschen in meine Lost Place Vergangenheit führen. Wenn man jetzt hier runterläuft, kommt man an einen alten verlassenen Tunnel. Möchte ich euch mal zeigen. Eventuell gehe ich da irgendwann auch mal hin, um da mal wieder zu übernachten. Mit Schlafsack, mit Isomatte und so weiter. Zeige ich euch mal. Habe ich mal mit dem Michael zusammen eine Übernachtung gemacht.
bis die Feuerwehr tatsächlich kam. Da unten im Eingang sieht man noch so ein bisschen, wenn man genau guckt, dass da mal ein Lagerfeuer war. Da sind wir damals von da vorne gekommen. Richtig interessant gewesen da unten. Eventuell kriege ich ja den Jonas und den Michael nochmal dazu mitzugehen. Richtig genial gewesen damals. Jetzt möchte ich euch mal erzählen, warum die Feuerwehr damals kam. Deswegen seid immer vorsichtig, wenn ihr im Wald unterwegs seid. Wir haben da unten im Tunneleingang von der Eisburg eine Forelle gekauft und haben die da unten im Eingang gegrillt. Naja, was soll ich sagen? Nach einer halben Stunde ungefähr war dann die Feuerwehr da und wollte auch das Feuer ausmachen. Aber ihr seht, da unten sind noch nicht mal Bäume, die brennen können oder sowas. Aber trotzdem, der Rauch im Wald hatte ich schon so aufgeschreckt gehabt damals, dass das voll nach hinten losging. Wir hatten auch Glück, dass wir den Einsatz nicht bezahlen mussten, wenigstens. Aber naja, wie gesagt, unterlasst sowas. Schon krass, wenn man die falschen Schuhe anhat, wie schnell man außer Puste ist, nur weil man da, ich weiß nicht, 30 Höhenmeter runtergelaufen sind und wieder hoch. Naja, egal. Das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Weil das einfach ein schöne, sind einfach schöne Erinnerungen von früher und so. Genau. Also, wir fahren mal weiter. Wir sind jetzt in Kaiserslautern. Ja, hier werden wir jetzt mal schön essen gehen. Was macht man in Kaiserslautern? Natürlich Burger essen gehen. Ja, als erstes gehen wir noch in den amerikanischen Supermarkt. Mal gucken, was es dort so gibt. Da war ich noch nie. Naja, die essen meistens ziemlich süß. Also vielleicht Donuts oder so kaufen. Ja, und danach gehen wir essen. So. Hier sind wir jetzt vor dem Laden, wo wir eben schnell was essen waren. Haben wir jetzt hier so ein Wadenwesten-Dingen angezogen, weil wir jetzt ins Dunkle reinfahren. Ja, ich würde jetzt hier in Kaiserslautern gerne das Video beenden, dass jetzt gleich dunkel wird und ich eh nichts mehr filmen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.